Fußboden aufgestemmt, um estrich machen zu können, um später die Duschwanne aufsetzen zu können. Ich möchte dieses Montagebeispiel einer Duschanlage einmal zeigen. Es wurde eine Dusche saniert und es wurde mit diesen Montagemaßen gearbeitet. Ich möchte beginnen ab Oberkante fertig Fußboden. Ab Oberkante fertig Fußboden hat man ein Maß gewählt für die Anschlüsse kalt und warm von 1140 mm. Man hat die Anschlüsse kalt und warm aus der Mitte heraus montiert, ein Maß von 150 mm. Und man hat die Anschlüsse untereinander montiert, ein Maß von 150 mm. Es wurde eine Aufputz-Thermostat-Mischbatterie montiert. Das Duschgestänge wurde in der Mitte der Duschanlage montiert. Man hat ein Maß gewählt vom Boden der Duschtasse bis Oberkante Duschgestänge gleich 2100 mm. Ab Boden der Duschtasse hat man ein Maß gewählt für den Haltegriff und für die Seitenablage von 1200 mm. Die Duschbatterie wurde rausgenommen, Baustopfen reingesetzt, sodass der Fliesenleger arbeiten kann. Duschbecken montiert, eingesetzt, Wände verputzt. Ich möchte diese waagerechte Sanitäranschlussfuge vorstellen. Hier hat der Fliesenleger seine Fliesen in ein Mörtelbett gesetzt. Man spricht vom Dickbettverfahren. Der Bereich der Badewanne wurde ausgespart. Man hat jetzt die Möglichkeit, eine Wanne, die auf Füße steht, zu montieren. Man klebt auf den Wannenrand einen Dämmstreifen und richtet über die Füße die jeweilige Wanne aus, sodass man eine Fuge erhält von ca. 5 mm. Danach wird die Wanne in den meisten Fällen auf den Ecken mit drei Klammern befestigt. Und danach wird eine Silikonfuge hergestellt, die dauerelastisch ist und nicht zulässt, dass Wasser eindringt. Durch den Dämmstreifen am Wannenrand und die Kunststoffanlage an den Füßen wurde die Wanne vom Baukörper entkoppelt und man hat den Schallschutz gewährleistet. Jetzt kann der Fliesenleger kommen und kann Mischbatterie montiert, Seitenwange für Tür montiert. Duschabtrennung montiert, eine Dusche montiert. Thank you.
Rennmarker bedankt sich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.